Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, hier diese Chip-Produktion zu machen und da gibt es ja diese Waffel. Silizium-Waver. Ah, dafür brauche ich wieder Poly. Oh, ich hasse dieses Polysilizium. Das kommt echt dauernd vor, ne? Ein Siliziumkristallisator. Und das muss ich mit einem Siliziumreaktor, was ich wieder aus. Oh. Mit dem Zeug komme ich nie aus, ne? Graphit war wieder Kohle und Chlor. Das ist genau die Anlage, die ich hier gebaut hatte. Vielleicht sollte ich da draußen eine ganz eigene Anlage bauen. Ist die irgendwo mit irgendwas anderem verbunden in der ganzen Geschichte? Du hängst hier mit dran. Und ich habe hier zwei hinten dran, die jeweils 12 pro Sekunde machen. Also einer ist komplett unnötig in dem Fall. Auch 24 für 8. Dann würde die eine Anlagenproduktion schon vollkommen ausreichen. Mir würde eine Anlage hier vollkommen ausreichen. Vielleicht setze ich den Teil noch mal ein bisschen um. Holz, Glas und Stahl. Glas fällt das erste Mal hier zu. Die Frage ist, ob ich das ein bisschen auslagern oder verengern kann, einfach, dass wir die ganze Anlage nach hier hinten bringen irgendwie. Das wäre gar nicht doof, ja. Was vielleicht gar nicht doof wäre. Also ist das hier ein flaches Fördermann einfach. Ich hätte aber eigentlich gerne sogar gehabt, dass das nicht da dran gebunden ist. Förderband. So, okay. Und dann haben wir nur für unser ein Teil hier eine gute Funktion. Ich glaube, hier können wir rein theoretisch sogar ein, zwei Kleinigkeiten verändern anfangen, die uns ein bisschen Platz sparen werden. Das System ist ja grundsätzlich immer so aufgebaut gewesen, dass wir viel Platz brauchen, halt wegen den Abgängen, ne? Das Problem existiert ja rein theoretisch nicht mehr. Und das würde ich jetzt gerne beweisen, indem wir hier den Gummi erneuern.
Gummi läuft hier außen rum. Bedeutet, er müsste eigentlich hier hin. Wir machen das jetzt wie folgt. Ich will das jetzt einfach heraus. Ein flacher Aufzug. Sagen wir an, wir starten hier eins drüber. Nein. Okay, ich sehe hier gerade ein Problem. Ich muss mal kurz die Magnetfunktion ausschalten. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, aber probieren können wir es ja mal. Vielleicht können wir damit einige Anlagen kleiner machen und an bestimmten Punkten kompakter, weil wir einfach weniger Platz brauchen für bestimmte Prozesse. Was natürlich ziemlich genial wäre, weil hier zum Beispiel ist ja viel Platz einfach fürs Runterfahren. Ich arbeite hier gerade wenig, ne? Bedeutet, ich kann rein theoretisch einfach mal Interesse halber. Das ist nicht auf der obersten Ebene. Dafür brauchen wir jetzt die Schüttgutaufzüge. Den kopiere ich jetzt, setze den hier hin, mache dann hier ein U-förmiges Förderband hin. Kann das so machen. Ha! Der hat rein theoretisch sogar eine kleine Speicherkapazität. Oh, warte mal. Mein Kupfer geht leer. Warum geht mein Kupfer leer? Vielleicht, weil die Wege mittlerweile zu weit sind. Wie schaut meine Topography aus? Topography sagt, wir sind gut dabei. Topography sagt auch, wir müssen in die Richtung graben anfangen. Warte mal, das ist gar nicht Kupfer, das ist Eisen. Erstens verbessern einmal, dann eine Exportroute festlegen. Seitdem ich das mit der Erde gemacht habe, gibt es immer wieder kleine Probleme bei bestimmten Sachen. Exportroute bitte hierhin, Leute. Das soll eine hohe Prio haben. Uns geht uns ja echt unser Eisen aus. Das wäre jetzt mal Premiere. Und das ist eine Mine, um die ich mir eigentlich keine wirkliche Sorge mache.
Aber ich, okay, ich habe den hier rein theoretisch auch noch die Möglichkeit gegeben, das hier selber rüberzufahren. Gut, ich glaube, wir sind ein bisschen vom Ziel abgeschweift teilweise, aber ist ja nicht schlimm. Wir testen gerade neue Systeme aus, die bestimmte Anlagen vielleicht sogar effizient machen können oder richtig praktisch. Was mich interessieren würde, was wir hinten mal ausprobieren. Wenn wir jetzt nehmen diesen, wir nehmen jetzt mal diesen Schüttgutaufzug. Und dann platziere ich einen Flip. Keine Stützposition. Das wäre natürlich noch mega geil gewesen. Die Möglichkeit hier. Aber dass wir zu hoch gehen, leider nicht ganz möglich. Was aber natürlich möglich ist, man sagt, ich will, dass das hier unten der Ausgang ist. Ich gehe auf die Höhe und brauche 1, 2, 3 in der Tiefe, um das Zeug rauszuholen. Was davor unmöglich war. Außer mit Wasser, weil Wasser geht ja eigentlich nur noch hoch, geht hoch und runter auch. Aber das ist ja auch relativ immer noch, glaube ich, ne? Das Wasser so gut hoch und runter geht. Oder bin ich da schon wieder falsch? Weil es ermöglicht uns halt hier überall neue Systeme rein, theoretisch. Das ganze System ist veraltet. Und zwar sowas von. Auch das ganze Zeug hier drin. Bei bestimmten Sachen ergibt es wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn du wirklich über bestimmte Leitungen einfach drüber bauen willst, ergibt es sowas von Sinn. Rein theoretisch selbst hier ist das. Warum habe ich das so rumgefahren? Was war mein logischer Sinn dahinter? I don't know. Plastik ist auf jeden Fall wieder voll. Gut. Ich bin voll vom Thema abgekommen, ne? Aber es ist halt auch spannend. Mit den ganzen Sachen, die sich geupdatet haben, kann man einfach mehr machen. Dieses ganze Wirrwarr, was hier passiert ist, ist gar nicht mehr so unbedingt nötig. Aber ich glaube, die brauchen natürlich Strom, ne? Ja, 4 kW. Ihr braucht wahrscheinlich auch Strom, aber... Ja, hier 16 kW braucht allein das Ding hier. Wir reden aber von anderen Mengen, wo es tendenziell wurscht ist. Was ich aber aufpassen muss, ist meine Kohleproduktion. Ich weiß, die ist sehr, sehr schnell in letzter Zeit bei Sachen. Und sie enttäuscht mich mal wieder nicht, dass die wieder flott ist. Ich glaube, wir können hier immer noch sehr viel tiefer. Graben wir uns mal auf minus 19 runter. Wie schaut es mit den Kohlevorräten aus? Super. Ich werde die Anlage auch noch mal ein bisschen überarbeiten. Sie ist zwar, finde ich, schon relativ gut. Aber ich glaube, wir können hier noch einiges, vor allem vom zentralen Ausgabesystem und alles ein bisschen überarbeiten, damit es in eine große Anlage besser passt. Und eventuell sollte ich wirklich mal überlegen, in dem Bereich Nuklear ein bisschen zu gehen. Weil ich glaube, ich kann schon relativ viel hier machen. Aber ich glaube, einige Sachen, die Anreicherungsanlage, zum Beispiel Yellowcate, Flurwasserstoff, hier ist relativ viel, was wir noch nicht angetastet haben. Und hier brauchen wir richtig viel,
Wasser für Hochdruckdampf. Und wenn ich mir überlege, 288 Dampf. Wie viel macht ihr? 48. Da kommen wir aktuell mit unseren Anlagen gar nicht ran. Und das ist ein Kernreaktor. Bloß man müsste sich halt den kompletten... wie heißt das wieder? Diesen Uranbrennstab. Uranbrennstab braucht angereichertes Uran und Stahl. Angereichertes Uran kriege ich hier raus schon. Also dafür brauche ich wieder einen Yellow Cake. Lass mal gucken. Yellow Cake. Zerkleinertes Uran als Säure macht Yellow Cake und giftigen Schlamm. Okay. Also gar nicht so kompliziert. Ha. Da mache ich draus 9 Yellow Cake. Mit der Hälfte mache ich 0,75 angereichertes Uran. Okay, gehen wir es durch. Dich einmal hier hin, dann kriege ich einen Yellow Cake. Mit der Hälfte davon mache ich 0,75. Und mit diesen 0,75 komme ich nie wirklich weit. Gut ist ja, wenn wir anlagern. Ich könnte rein theoretisch 2 von denen betreiben, wenn ich 3 schaffe. 2 machen. Ich brauche wieder doppelte Anlage. Wäre aber rein theoretisch keine Herausforderung. Aber was mich jetzt noch interessiert, was mache ich mit abgereichertem Uran? Kann ich verkippen? Kann nur in Werkbaukontrolle und einer Verkippungs. Mit einem oder einer Aktivierung des Produkts zum globalen Vergiften verwendet werden. Ja, okay. Brutmäntel Brennstoff, okay. Mox-Brennstoff, Plutonium und. Boah Gott, wird das complicated. Holy shit. Und in der Forschung war es. Erst wenn ich 200 Atommüll habe. Kann ich den Atommüll mit Säure und geschmolzenem Glas zu wieder aufbereiteten Uran, Plutonium und Spaltprodukt entwickeln. Mit Spaltprodukt kann ich strahlungsfreier Abfall. Nach 100 Jahren. Oh. Leckgummi, aber ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ein interessantes System. Aber wir müssten erstmal vielleicht die Mikrochip-Produktion vorankriegen. Das System, glaube ich, kann gut funktionieren. Bloß jetzt habe ich mich die Folge wieder komplett verlaufen hier drin. Und ja, das ist halt mein Hobby, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.